Warum der Sommer schlecht und gut ist, um sich mit Quantenheilung zu beschäftigen. Schlecht ist es, weil wir haben ja mega viel zu tun. Es gibt Treffen mit Freunden, dann gehen wir vielleicht auch in die Ferien ans Meer. Wir Schweizer gerne auch in die Berge, wo es ein bisschen kühler ist. Da hat man keine Zeit, denkt man, für Quantenheilung. Ich war ja gerade am Meer und magst du mir mal schreiben, wo du jetzt gerade am liebsten wärst? Es ist gut, sich mit Quantenheilung zu beschäftigen im Sommer, weil es ja überall anwendbar ist. Ob du jetzt in den Bergen bist oder auf dem Campingplatz oder am Meer, du kannst Quantenheilung auch da für dich nutzen. Und die Sommerenergie ist ja eine mega schöne Energie und die kann man auch gezielt nutzen für Quantenheilung. Und genau deshalb gibt es von mir, das erzähle ich dir morgen. Denn ich war ja in Südfrankreich, vielleicht siehst du, meine Haare sind noch ein bisschen zerzauselt. Die haben sich noch nicht gelegt, noch nicht ans Wetter hier gewöhnt. Aber es war mega schön und ich hatte da eine Einsicht und über die würde ich gerne morgen mit dir sprechen.